Weiter geht's mit Old World und wir sind hier bei Dur-Sharokin und ja, ich habe es gar nicht richtig mitbekommen. Unser Baumeister wurde angegriffen und deswegen werden wir die Einheit mal hier lassen und gegen ihn kämpfen. Übrigens nochmal einen kleinen Tipp zu den Dörfern. Ich habe mir das gerade nochmal angeguckt. Die tauchen hier tatsächlich dann auch in der entsprechenden Bilanz mit auf. Wenn ihr da drauf geht, denkt dran, mittlere Maustaste oder Shift. Und dann könnt ihr hier drauf gehen, dann seht ihr hier, wo das Geld herkommt. In dem Fall vom Dorf, plus 20. Und die wachsen. In 16 Runden wird daraus eine kleine Stadt. Und dann werden die immer größer und größer und größer. Wir brauchen natürlich auch Nahrung. Aber am Ende des Tages wird das, wird euch das auf jeden Fall helfen. So, und jetzt produzieren wir mittlerweile übrigens gar keine Verwaltung mehr, weil wirklich alle Städte mit was anderem zu tun haben. Ja, oh Mann. Okay, gut, also das müssen wir echt einstellen, ganz ehrlich. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Das können wir hier wegklicken. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Bürgerrecht in einer Runde. Ja, wir sind bei der Verwaltung natürlich extrem schlecht dabei. Also wir haben ja quasi nichts. Da kommen die Babylonier. Mhm. Das können wir eigentlich mal echt überspringen. Deine Ärzte und Wahrsager haben dich gewarnt. Das Ende ist nahe. Zeit, um deine Angelegenheiten zu erledigen. Aber Frieden ist over. Moment, mit wem? Karthago hat eine Waffenruhe mit Griechenland. Ägypten hat eine Waffenruhe mit den Dänen. Bericht über Überfall aus Fernländern nahe Tushan. Herzogin Portia follows a strict regime und ist jetzt diszipliniert. Gucken wir mal bei den Grundsätzen. Ich würde mich gerne in den Gesetzen weitergehen. Mittlere Verwaltung minus 14 im Jahr. Das ist nicht gut. Allerdings minus 2 bei Nicht-Staatsreligionen. Hohe Kirchenversammlung. 60% Chance. Religiöse Einheit. Konvertierung zur Staatsreligion ist freigeschaltet. Und das Archiv ist möglich. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in Richtung des Schauspiels. Aber jetzt gucken wir da erstmal. Karthago is no longer happy with us and has decided to end the Frieden. Okay, das war zu erwarten. Das hatten wir ja schon mal gesagt, in was unsere Richtung geht. Wir haben jetzt zwei Leute, die uns gerne mögen. Ja. Wir verlieren zwei Legitimität, aber der Typ ist schon so bald tot. Von daher ist das nicht schlimm. Erbenerziehung, ja. Gut, wir sind mittlerweile diszipliniert. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Mal gucken, ob es die Wirtschaft wird. Das ist die 2. Oh, er lernt die Redekunst. Sehr schön, er bekommt Charisma. Das freut mich. Es gibt uns nämlich zwei Verwaltungspunkte. Schön, das ist gut. Das ist sehr gut. So, dann gehen wir mal bei denen weiter. Und hier wollte ich jetzt nämlich gerne das Museum, nämlich ihn hier bauen. Da fehlt uns noch eine ganze Menge Stein. Das müssten wir jetzt wirklich mal zusammensammeln. Was sollen wir hier noch bauen? Ein Gerichtshof. Was wiederum Stein verbraucht. Na, das ist ja eine gute Idee. Wir können aber da oben hingehen und eine Steinmine bauen. Das ist gut. Das ist ein guter Ansatz. So, mit dir. Tja, wir müssten hier weiter Dörfer bauen. Das machen wir auch. Wir können dort oben noch ein Dorf bauen, das 20 bringt. Zack. Wir müssen nämlich darauf vorbereiten, wenn er stirbt, dann verlieren wir hier 176 und dann sind wir 50 in den Miesen. Das heißt, wir müssen jetzt Dörfer bauen. Ganz dringend und überall Dörfer. Ja, sagt er uns da auch. Da soll ein Dorf 10 bringen. Nee, wir stellen das da hin. Oder da vorne. Ja. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Da bringt das nämlich 20. Obwohl, wir bauen das lieber. Da bringt ein Gerichtshof plus 2,2 sogar. Nee, dann machen wir da ein Dorf und da ein Gerichtshof. Dann machen wir das so. Okay. Plan für die Stadt.
Da bringt ein Gerichtshof auch 2,6. Oh, jetzt kommen wir langsam in eine gute Bereiche. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir bauen auch dort den Gerichtshof. Ja. Das machen wir. Ja. Benachbartbonus. Dann müssen wir den da bauen. Das gibt einen Nachbarschaftsbonus. Okay. Dann bauen wir da das Dorf. Okay. Gut, passt. Speer, geht bitte hier weiter. Okay, dann haben wir noch 16 Punkte. Und wir machen dieses Mal nicht viel mit dem Militär. Wir werden nur mit ihm dahin gehen und auf ihn feuern. Zack. So, die Truppen ziehen wir nur ein bisschen zusammen. Das heißt, du bitte nach dort. Und ansonsten, glaube ich, haben wir kein Militär mehr hier, ne? Nee. Das ist die Miliz, die kann da stehen bleiben. Ja, das war's. Okay. Dann gehen wir mit ihm mal weiter. Und dann können wir in die nächste Runde. Und ich mache das jetzt bewusst nicht, dass ich alles ausgebe, weil ich gerne mit den Punkten jetzt ein bisschen Gold sammeln möchte. So viel Gold, wie es geht. Da machen wir nichts. Obwohl, befördern. Doch, befördern können wir. Auf Kampf 2 können wir hochgehen. Da können wir nochmal gucken. Die können nichts machen. Ihn könnten wir auf Kampf 3 befördern. Okay, dann jetzt aber wirklich nächste Runde. Okay, Babylon ist nicht so spannend. Na, jetzt haben wir ihn schon wieder vergessen. Wir müssen den Typen echt abziehen. Nicht, dass er so langsam hier wütend ist von uns. Nee, ist er gar nicht. Nee. Ach, das ist ja auch der Falsche. Wir sind ja auch da oben. Beide sind Feldherren. Okay, der 125er Bonus geht in einem Jahr weg. Eieieiei. Ja, wir müssen uns trotzdem jetzt erstmal auf die Griechen konzentrieren. Quatsch. Also auf Griechen und Ägypten. Denn ich glaube, Ägypten hier einmal aus dem Spiel zu nehmen, der Großmütige. Und wir sind tot. The following ambitions are now Vermächtnisse. Unterhalte 6 Statthalter. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Bau die Akropolis. Das würde ich tatsächlich gerne machen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Griechenland hat einen Frieden mit Babylon. König Sextus ist während der Ausübung des Amtes gestorben. Na super. Und Gaius ist schwer krank. Die Glocken läuten, Trauernde füllen die Straßen. König Sextus, der Großmütige, ist gestorben. Das Ende einer Ära und allem voran Rom und alle in Rom halten inne, um Errungenschaften unseres gefallenen Herrschers zu ehren. Die Herrschaft von König Quintus hat begonnen und er ist gerade mal 13. Na dann. Ja, das ist jetzt ein extrem schlechter Moment. Ihr seht es hier, wir sind bei 114 Miesen. Und das ist wirklich eine Katastrophe, weil... Also er ist... Weiß ich nicht, ob er wirklich der Richtige für das Amt ist. Er muss da sich jetzt leider reinarbeiten. Aber... Ja gut, er mag uns jetzt wieder ein bisschen lieber. Das könnten wir tatsächlich mal machen, dass wir ihn als erstes, den König Quintus, mal nach Babylon schicken und ihn mal dort vorsprechen lassen. Und einfach mal, der soll mal eine Scheibe Brot mitnehmen und das Brot mit den Leuten dort brechen. So, wir kämpfen dort weiter und ziehen jetzt unsere Truppe hier unten in die Stadt. Und werden die mal hier stehen lassen. Das ist mir jetzt echt ein bisschen zu unsicher. Okay, so, dann er hier soll hier bitte ein Dorf bauen. Students, Chatters,
The Holloways. Okay. The Burden of Kings. Ich lese mir das gerade mal durch. Okay, also. Revar the Great Heroes and Good of Olds ist nicht länger ein Schüler der Redekunst, wird ein Held. Er wird ein Redner, ein Richter. Oder ist einfach nur nicht länger Schüler der Redekunst. Was passt denn zu ihm? Er ist klug. Das heißt, als kluger Mensch könnte man sich Redner vorstellen, aber Richter oder Kanzler auch. Ich würde sagen, er wird Richter oder Kanzler. Alleine, weil er dadurch auch ein bisschen mehr Charisma bekommt, das hat er schon. Und das bringt ihm noch ein... Ja, ich denke, wir nehmen das. Wir nehmen tatsächlich das. Okay, gut. Dann gucken wir mal weiter, was es hier noch gibt. Progressive Schoolers. Von der Oligarchin Pompeia aus Lutetia. So, also, alle Familie minus 40 Meinung. Wir bekommen allerdings zwei Weisheit. Wir bekommen eine Weisheit oder Meinung. Wir sind klug und ein Richter. Die Frage ist, würde er das wirklich machen? Als kluger Mensch? Aber gerade weil er klug ist, würde ich sagen, er würde die Weisheit vorziehen und ist das und ihm ist der Rest egal. Doch, ich denke, so kann ich mir das vorstellen, wenn die Dame dazukommt, das vorträgt und sagt, junge Frau, es ist mir egal, was Sie sagen. Ich habe mich bereits entschieden. Sehr gut. Wähle eine Ambition, ja. 5 Schwertkämpfer der Pekiniere, 3 sagenumwogene Städte, kontrolliere 10 Städte, das wird schwierig. Ich fühle mich gerade nicht ehrgeizig. Ja, gut. Okay, also auch das hier wird sehr schwierig, weil wir natürlich erstmal die 900 Steine zusammen haben müssen. Was auch schwierig wird, weil wir kein Geld haben. Wir sollten erstmal gucken, wie weit wir entfernt sind von einer sagenumwobenen Kultur. Scheibenkleister. Jetzt habe ich da aus Versehen auf dieses Ding geklickt. Oh, ist das ärgerlich. Das wollte ich tatsächlich jetzt nicht. Grr. Ja, gut. Dann gucken wir mal weiter, was Tushan jetzt kann. Oder macht im Moment nichts. Wir sollten hier tatsächlich die Mauern errichten. Ja. Obwohl, das kostet Steine, ne? Dann lassen wir das mal. Festspiele bringt minus 20. Was haben wir hier? 14. Das macht noch keinen Sinn. Wir könnten einen Speerkämpfer bauen. Das können wir hier mal machen. 9 Runden. Ja, dann bauen wir hier unten mal einen Speerkämpfer. Die 7 können wir auch noch nirgends richtig verteilen. Obwohl, nee. Wir machen hier einen Baumeister. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Und danach bauen wir einen Speerkämpfer. So. Gut. Nächste Einheit. Ja, ist die Frage, ob wir die hier langziehen, aber solange wir das Geldproblem nicht gelöst haben, würde ich tatsächlich erstmal alles auf Eis setzen, was das angeht. Wir können unseren Speer noch langziehen, damit wir hier oben ein bisschen mehr erfahren. Aber ansonsten, tja, mehr können wir nicht machen. Seine Armee ist gut verteilt. Wir lassen die Truppen hier stehen. Ja. Wie gesagt, solange wir hier nicht wissen, wie es weitergeht, werden wir unsere Truppen erstmal stehen lassen. Wir müssen uns erstmal um das Geld kümmern. Ich weiß gar nicht, wie viel jetzt hier umgewandelt wird. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher. Wir gucken mal. 20... Wir haben 767, 108 werden runtergehen. Mal gucken, ob wir ins Plus kommen oder in die Miese.
Okay, da zieht er seinen Elefanten zurück. Beginnt der Kampf gegen die Karthager. Achso, ja, das ist der Barbar. Ich wollte schon sagen, was greift mich denn da an? Das sind die Skythen. Prinz Gaius, dein Erbe ist gestorben. Herzogin Rhea, ja, ich hoffe mal, dass wir irgendwann auch in der Lage sind zu heiraten. Das gucken wir uns gleich mal an. Und, obwohl gleich, erforsche kostenlosen Großminister. Dann machen wir das natürlich. Das können wir ja, ich meine, das ist ja völlig aus der Frage. Das können wir nur einmal ablehnen. Okay, und angreifen. Und in der nächsten Runde ist der weg. Passt. So, wir sind bei 858. Das heißt, mit 20 Punkten kommen wir noch ins Plus. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir immer so 10 Punkte am Ende der Runde übrig haben. Dann sind wir zumindestens hier bei plus minus 0. Okay, das heißt, die lassen wir dort stehen. Passt. Er baut, die anderen bauen auch. Steine bekommen wir auch im Moment gut. Er baut auch. Alles klar. Dann gucken wir uns mal das hier an. Die Zeit vergeht. Herzogin Amelia wird schnell erwachsen und sie ist begierig zu lernen. Wie würdest du Amelia gerne erziehen? Wir sind bei dem Charisma. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Mal gucken, was es wird. Wir sind bei der 3. Das bedeutet, auch die gute Herzogin Amelia wird die Redekunst erlernen. Sehr gut. Das freut mich. Das freut mich ungemein. Wir sind übrigens mittlerweile bei plus 30 bei unseren Einnahmen. Denn ich würde ja auch gerne Gesetze irgendwann mal erlassen, aber das kostet alles ein bisschen viel im Moment. Also sobald wir das Geld haben, kümmern wir uns mal um neue Gesetze. Okay, ein Speer bitte hier hoch. Da kommen wir nicht durch, ne? Gehen wir mal hier lang. Da kommen wir auch nicht durch. Wir gucken nochmal nach da. Das ist ja der Wahnsinn. Also der hat hier eine super gute Stadt. Guckt euch das mal an. Der ist komplett eingemauert hier. Da kommt keiner durch dieses riesige Gebirge. Das ist ja der Wahnsinn. Wir probieren das gleich trotzdem mal aus. Aber das ist schon krass. Mit dem Fluss, der hier entspringt. Sehr cool. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich wirklich sagen. Puh. So, nächste Einheit. Ja, ist die Frage, was machen wir mit den Truppen? Ich würde sagen, ihn lassen wir da auch nochmal stehen. Er ist in der nächsten Runde dran. 23 Punkte haben wir noch. Dann ziehen wir diese ganze Rotte jetzt wirklich mal jeder ein vor. 22. Du gehst nach da. 19, 17, 15... Ja, 12 können wir auch noch verkraften. 9. Und dann bleiben wir bei 7 Punkten stehen. Und dann sollte das hoffentlich ausreichen, dass wir bei 858 bleiben. So ganz grob. Ja. Okay. Er ist unterwegs. Ist die Frage, können wir mit Prinz Markus noch etwas machen? Dort ist er unterwegs. Wir sollten noch mit ihm nochmal... Ich würde gerne ein Geschenk schicken. Das machen wir bei ihm hier. Und ein Geschenk aus... Was haben wir denn genug? Nahrung. Ja, Nahrung haben wir genug. Nahrung bitte. Mal gucken, ob das was bringt. Nächste Runde.
Entschuldige bitte, ich hatte gerade das Mikrofon kurz ausgemacht. Ich habe mir eine kleine Nasenputz-Session gegönnt und ich ging mal davon aus, dass ihr nicht sehr gewillt seid, da zuzuhören, wie ich mir laut elefantös die Nase schnaube. Recent events have shaken the confidence of Prince Aria and she has lost some of her charm. Nein. You have successfully exert your influence upon König Machatas of Griechenland. Minus eins nur noch. Ja. Sehr gut. Quintus, du Teutone. Sehr gut. So, against the sophist. Die gute Amelia. Jetzt will ich aber erstmal gucken, wo die Amelia angesiedelt ist. Ach so, das ist... Ja, wer ist das denn überhaupt? Ach, das ist die Tochter von Prinzessin Rhea. Ah. Zusammen mit Herzogin Malkaiso von... ein angeheirateter Familienangehöriger aus der Julius-Familie. Ach so. Okay. Das ist schon die nächste Generation, Leute. Und ich hoffe, dass man irgendwann mal diesen Baum hier exportieren kann. Lieber Raven, falls du zuguckst, ich brauche einen Knopf, um den Baum als Bild zu exportieren. Vielleicht kannst du da was basteln. Herzog Faustus. Zweiter in der Thronfolge. Ja, gut, wir haben noch keine Frau, aber da bin ich mir halt nicht ganz sicher. Könnten wir uns eine Frau hier nicht nehmen? Vielleicht eine Cousine? Da gibt es auch die gute Claudia, die ist doch 16. Beeinflusst, bestimme als Erben, einsperren über Kanzler Markus, unterrichte als Kind? Nein. Das ist übrigens schade, finde ich, dass ich mir hier keine Frau auswählen kann, so im Crusader Kings-Style. Das mache ich bei Crusader Kings übrigens sehr, sehr, sehr gerne. Also, Frauen auswählen natürlich. Na gut, gucken wir mal das nächste Event an. A copy of speech given by a farm teacher of rhetoric has been a subject of much discussion at the academy. Herzogin Amelia comes to your late night blurry aid and pondering. Okay. Das heißt, da gibt es irgendeine Diskussion und die kommt spät nachts zu uns. I've been up and all night thinking about it. The speech says cannot teach. But then it says the study of discourse is the best tool we have to learn of virtue. I just don't understand. Okay. Das können wir ihr nicht geben, weil wir den Mut dazu nicht haben. The good gives virtue. Was heißt der jetzt? Einen Moment bitte. So, für euch ist nur ein kleiner Moment vergangen, für mich ein bisschen mehr. Das ist die Tugend. Ah, okay, alles klar. Virtue, die Tugend. Das heißt, the goods gives out a virtue and we must use it wisely. Das gibt ihr entsprechend Mut und Charisma. Und sie wird fromm. A virtue is the full sum of a woman. Gut, das würde ich jetzt nicht nehmen. Die Frage ist, ob er das nehmen würde. Er ist klug. Also ich kann mir beides vorstellen. Wir würfeln das aus. Und es ist die 4. Damit wird es der untere. Ja, hätte ich persönlich jetzt nicht genommen. Aber der Würfel hat entschieden, wir nehmen das dort. Okay, sehr schön. Dann gucken wir mal, was er machen kann. Er hat gerade die Steinmine fertiggestellt. Da sind wir jetzt bei plus 50. Tja, dann ist die Entscheidung relativ einfach. Wir bauen weiter ein Odeon. Ei, das ist auch mächtig. Aber nein, nein, wir brauchen definitiv weiter Dörfer. Wir haben nämlich ein Geldproblem. Und ich möchte hier nicht die ganze Zeit irgendwie 10 Punkte übrig lassen, nur damit wir bei dem Geld so auf plus minus 0 kommen. Das wäre halt doof. Jetzt gehen wir mal einmal dahin und wir kommen echt nicht mehr durch, ne? Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die ganze Karte hier, das ist wirklich ein riesiges Gebirge, ne? Du kommst hier nicht durch. Das geht hier auch noch weiter. Also da würde ich tatsächlich, ja, also das finde ich bei der Kartengenerierung jetzt tatsächlich ein bisschen schwach.
dass man hier jetzt wirklich, ihr seht hier, dieses ganze Element der Karte, diesen ganzen Teil hier, also wirklich dieses ganze Teil hier, dass man das quasi überhaupt nicht benutzen kann. Das ist komisch, aber gut. So, mit dem haben wir alles gemacht. Dann gucken wir uns das hier an. Er schießt darauf, er ist weg. Sehr gut. Und dann gehen wir mit unseren Truppen wieder ein vor. Boah, ich würde sagen, wir können ruhig auch ein bisschen weitergehen. Aber wie gesagt, ich möchte hier tatsächlich ein paar Punkte immer übrig lassen für uns. Du gehst dahin. Da haben wir noch einen übrig. Ah, das ist jetzt doof. Das heißt, wir verlieren jetzt hier effektiv ziemlich viel Geld. Na gut, ist dann so. Kann man nicht ändern. Okay. Hier ist der Farmer fertig und der Steinmetz. Machen wir da jetzt noch irgendetwas? Hier gibt es dann einen Lehrlingsspezialisten. Ja, das würde ich dann tatsächlich mal abbrechen. Und ein Speerkämpfer bringt 5 und ein Axtkämpfer auch. Greift nach vorne gerichtet plus 25% an. Nahkampf versus Stangenwaffen plus 25%. Gilt er als Stangenwaffenkämpfer? Was hat denn unser Gegner? Nicht so viel, aber ich denke mal, die KI wird wahrscheinlich hier immer ähnlich entscheiden. Also er setzt sehr gerne auf Schleuderschützen. Und ich hatte auch ein paar von denen schon gesehen. Er schlägt, er hat selbst einen Streitwagen vor, beginnt mit vernichtend, kann auch Gefahren ausstöbern, kann zu einem Reiter verbessert werden. Ist halt stark gegen Briten, ne? Ich denke, wir sollten uns einmal gönnen. Ja. Ich denke, einen Speerkämpfer sollten wir machen. Ja. Das bauen wir mal danach. Einfach damit wir die Möglichkeit haben, hier gegen berittene Einheiten besser zu kämpfen. Das wäre mir dann auch nochmal relativ wichtig. Jetzt gucken wir mal in Rom. Dort ist er fertig. Dann machen wir die Festspiele. Ja, das ist wichtig. Das machen wir so. Der Steinmetz ist hier fertig. Dann sind wir hier bei 4. Oh, da müssen wir tatsächlich hier auch Festspiele machen, damit wir hier nochmal weiter runterkommen. So, 3 Runden, 4 Runden. Was machst du hier unten? Dem Baumeister in 10 Runden. Okay, können wir den Baumeister eventuell boosten? Nee. Steinmetz, da hatten wir geguckt. Okay. Ja, ihr Lieben, ich tue mich mit einer Entscheidung, ein Let's Play zu beenden, nie leicht. Zumal wir schon bei 50% hier sind, die wir gespielt haben. Und normalerweise nenne ich Let's Plays, die ich nicht beende, angespielt. Aber das hat für mich tatsächlich 2 Gründe, dieses Spiel nicht zu beenden. Grund Nummer 1, das Spiel fühlt sich für mich persönlich immer noch nicht fertig an. Ich habe ja schon relativ viel Content zu Old World gezeigt, habe auch schon Let's Plays gemacht, 2 Stück, und finde dieses Spiel nach wie vor super. Vielleicht sogar einen Tuck besser als Imperator Rom, aber nach wie vor einfach toll. Das Problem ist für mich ganz einfach, es fühlt sich irgendwie noch nicht fertig an, denn die Entwicklung, wie gesagt, ich bin ja seit dem Early Access Release dabei, da gab es dann in den ersten Monaten extrem viel Entwicklung, das User Interface hat sich geändert und. Wer das Spiel kennt, wie der gute Raven, der wird das wissen. Und seitdem ist gefühlt für mich, ich habe es auch relativ häufig angespielt, irgendwie nichts mehr passiert. Das heißt, die haben natürlich im Hintergrund das Ganze gemacht, gerebalanced und so weiter. Das ist auch super und keine Frage, das ist auch ganz toll. Und das Spiel fühlt sich auch super an. Die KI ist toll. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Die macht sehr intelligente Entscheidungen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen zu geskriptet ist zum Teil. Aber in Verbindung mit dem Crusader Kings Ansatz gibt das immer eine gewisse Variabilität. Und das ist echt eine schöne Sache. Gerade auch dieser Move von der KI, dass er hier die Einheiten hingestellt hat und dann den Krieg
erklärt hat. Wirklich, wirklich ganz toll. Auf der einen Art und Weise natürlich idiotisch, weil seine Armee verstreut war. Auf der anderen Art und Weise natürlich auch ein super guter Move, sich wirklich vor die Städte zu stellen, Krieg zu erklären, dann versuchen direkt reinzurennen. Dass wir das so schnell umorganisieren konnten, damit hat er natürlich nicht gerechnet. Aber wirklich, also echt eine gute KI. Das muss man ganz einfach sagen. Auf der anderen Art und Weise, wie gesagt, es fühlt sich für mich nicht fertig an und gerade auch aufgrund der fehlenden deutschen Übersetzung. Ich bin definitiv kein 1 plus Englisch Pro, das muss man ganz einfach sagen. Habe ich immer wieder das Problem bei den Events, das für mich so unglaublich wichtige Rollenspiel durchzusetzen, weil es immer wieder zu ganz leichten Verständnisproblemen kommt und ich liebe Rollenspiele und das ist für mich im Moment tatsächlich das Schwerste, dass ich wirklich dieses Rollenspiel nicht so umsetzen kann, wie ich es machen möchte. Und da hängt tatsächlich bei einem Spiel immer so ein bisschen mein Herz dran, weil ich bin einfach ein leidenschaftlicher Rollenspieler. Und ja, Punkt Nummer zwei ist für mich tatsächlich zusätzlich zum Deutschen auch ein relativ wichtiger Punkt. Und das ist Crusader Kings. Ja, was, Crusader Kings, was hat das damit zu tun? Also der Crusader Kings Ansatz in diesem Spiel ist super. Ich finde das ganz toll, dass man diese fest definierten Nationen im Gegensatz zu Civilization eine gewisse Variabilität unterwirft, indem man einfach zufällig durch die Events die Entscheidungen oder die Personen verändert. Das ist gut, aber alles andere fehlt. Ihr bekommt per Event einfach irgendeine Frau vorgesetzt. Ihr könnt keine Ränkespiele machen, ihr könnt eigentlich nichts machen, was diesen Crusader Kings Ansatz wirklich ausmacht. Nicht mal diese Minimalfunktion, die Imperator Rom hat, wie Ermorden und so weiter, was zu der damaligen Zeit einfach absoluter Standard war, das muss man einfach mal sagen. Es ist alles nicht möglich und das ist eine Sache, die fehlt mir gerade als Rollenspieler für Crusader Kings einfach ungeheim. Auch irgendwie so eine Moralmechanik, die fehlt mir noch so ein bisschen. Klar, es gibt, das könnte man jetzt sagen, okay, Moral gibt es schon irgendwie, in denen es hier diese Meinung, das könnte man so ein bisschen damit assoziieren, wie die Leute sich mögen. Das wäre damit, das kann man damit durchaus assoziieren, dass man sagt, hey, er mag dich so und so gut, das wäre auch möglich. Aber für mich ist im Moment tatsächlich der Punkt, die Möglichkeiten, die das Spiel bietet im Bereich Crusader Kings, sind mir als Rollenspieler tatsächlich einfach noch zu wenig. Und da möchte ich auch nochmal meinen Dank richten an den guten Raven, der hier so unglaublich tolle und so unglaublich gute Mods hervorgebracht hat. Und wirklich ganz, 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 ganz großen Dank dafür. Ohne dich wäre das Spiel wahrscheinlich schon früher beendet worden, weil nur durch diese Mods gibt das so viele neue Trades und Möglichkeiten in das Spiel rein, die auch über die Events kommen. Das ist wirklich ganz toll. Wirklich, also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, ansonsten, ich denke, wir könnten das Spiel in meinen Augen nicht mehr verlieren. Die Frage ist, ob wir es gewinnen können. Und ich glaube ja, es wäre noch eine ganze Menge Arbeit, aber aufgrund der angesprochenen Punkte bin ich nicht 100% überzeugt von dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben auch jetzt mittlerweile eine Größe erreicht, die ist auch nicht schlecht und deswegen wird das Let's Play leider, leider an der Stelle beendet werden. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei. Es wird auf jeden Fall nochmal wiederkommen, Old World. Also, was heißt auf jeden Fall? Wenn es eine deutsche Übersetzung gibt irgendwann, dann kommt es definitiv wieder. Das kann ich euch versprechen. Ich weiß nicht, ob es eine geben wird. Ich hoffe es, denn gerade die, ich glaube, es sind mittlerweile 1000 oder 2000 Events aufeinander abzustimmen, sodass es harmonisch miteinander interagiert und funktioniert. Da braucht man einfach eine deutsche Übersetzung dann direkt vom Entwickler, der sich damit dann auch beschäftigt oder meinetwegen auch von einem entsprechenden Übersetzungsstudio. Da sind einfach so unglaublich viele Events, die übersetzt werden müssen. Ich glaube, lieber Raven, du nimmst mir das nicht böse, wenn ich sage, das schafft eine einzelne Person einfach auch nicht. Und das wäre so für mich tatsächlich der Knackpunkt. Wenn es das irgendwann gibt, dann werde ich es definitiv nochmal rausholen aus meiner Trickkiste oder aus meiner Let's Play-Kiste. Aber ansonsten wahrscheinlich eher nicht. Und ich hoffe tatsächlich, dass das kommt, damit wir Old World nochmal gemeinsam spielen können.
Also ihr Lieben, ich danke euch trotzdem, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr bleibt meinem Kanal treu. Also macht's gut, bis dahin, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.